So, ich heiße euch herzlich willkommen und das ist jetzt von mir wieder neu nochmal aufgenommen, weil mir Fraps einfach immer oder fast immer den Anfang weg hat. Ich habe keine Ahnung warum. Naja, egal. Jo, ich habe eine etwas längere Pause eingelegt, aber ihr solltet davon nichts bemerken. Denke ich mal, weil ich das Ganze mal weiter hochlade. Jo. Dann starten wir doch mit der guten Lara, denn Max hat Besseres zu tun. Wenn mich mein sechster Sinn nicht täuscht, dann müsste ich die Büchse der Pandora jetzt finden. Na, ist nur die Frage, wie? Was haben wir denn hier als Auswahl? Schlüsselwörter, Pandora, Experten. Keine Einträge gefunden. Schon mal doof. Ah, nicht auch nix. Nix. Ah, Interpol Straftäterdatenbank hat ein paar Suchergebnisse. Künstler, Körperbehinderung. Also Künstler mit Körperbehinderung. Nur drei Stück. Ha! Als wäre das in Wirklichkeit auch der Fall. Fangen wir oben an. Hier hätten wir. Blam. Denn John Abbey. Kann es ja der eigentlich nicht sein, den wir suchen. Sohn eines bankrotten Geschäftsmannes und seiner Sekretärin. Beide Elternteile kamen bei einem Autounfall ums Leben, als Abby 12 Jahre alt war. Er selbst verlor dabei seinen linken Arm. Anarchistische Umtriebe und Teilnahme an verbotenen Demonstrationen. 2004 bei dem Versuch verhaftet, mehrere gefälschte Kunstwerke zu verkaufen. Also der ist in Gewahrsam, kann es ja der wohl eigentlich nicht sein. Mandetta. Der sieht aber böse aus. Der Helmut. Der Helmut Meier. Ah, das ist ein Deutscher. Ja, natürlich, ja. Er sprach. Nee, Quatsch. Doch, ist ein Deutscher. Warum stellen die uns immer so dar? Ich weiß auch nicht. Er wurde zuletzt in Neuseeland gesehen und der ist auf der Flucht. Das klingt doch schon ganz gut. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs geboren als Sohn eines deutschen Offiziers und einer Bardame. Studierte an der Académie de la Grande Chaumière in Frankreich. Seine Künstlerkarriere wurde durch eine fehlgeschlagene Rückgratoperation beendet. Und verurteilt ist er wegen Steuerhinterziehung und zurzeit gesucht wegen des Verkaufs illegal importierter Kunstwerke. Gut, den können wir mal im Auge behalten. Wo ist denn das für ein Genosse? Der Dias Aurelio, männlich. Portugiesisch. Ah, ein Portugiese. Gut. Oh, sein Pseudonym ist Hephaistos. Das kennen wir doch von irgendwo her. Ah, Status ungelöst. Schwere angeborene Körperbehinderung. Talentierter Maler, der von Fachexperten nicht anerkannt wird. Da kann man auch durchdrehen. Wegen eines Sexualstrafdeliktes gezwungen, die Universität zu verlassen. Im Jahr 2000 gefasst, als er während einer Razzia versuchte, eine seiner Fälschungen zu verkaufen. Die Kunstfälschung und die Hehlerei bei bis zu 6 anderen Kunstwerken konnten ihm nicht nachgewiesen werden. Zu 12, 16 Monaten ohne Bewährung verurteilt. Ja, sowas wurde da immer ganz schlimm geahndet. Nach 11 Monaten Haft in Lissabon wegen guter Führung entlassen. Klicken wir mal Na da rum. bitte. Jetzt ist das Pseudonym Hephaistos genauso wenig geheimnisvoll wie die Büchse der Pandora. Das interessiert Ostankovic sicher brennend. Heißt, wir müssen ihn anrufen wohl. Hephaistos, auf Befehl des Zeus schuf Hephaistos Pandora, um die Menschen zu strafen, die von Prometheus das Feuer des Olymp stehlen ließen. Als Neugierde öffnete sich den Deckel der Büchse, öffnete sie den Deckel der Büchse, die alles Übel enthielt. Und die Menschen, die bis zu diesem Augenblick in Frieden und Glück gelebt hatten, versanken in Leid. Das ist ja mal eine traurige Geschichte. Ja, da müssen wir den Kerl wohl anrufen. Wo ist er? Max hat ja nie Zeit. Ja, der ist ja mit André unterwegs. Ah, die Pizza wäre auch nicht schlecht. Oh, komm, bestellen wir uns erstmal eine Mein Pizza. Ex-Freund Philipp hat diese Nummer gespeichert. Ich weiß nicht, warum ich die nicht schon längst gelöscht habe. Ich hasse ihn und ich hasse Pizza. Ah, doch keine so gute Idee. Ja, bleiben wir bei unserem tollen Chef Ostankovic. Was gibt's, Svetlova? Ich habe einen Fälscher in Portugal ausfindig gemacht.
Sein Name ist Diaz. Wenn jemand Gemälde verkauft, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Käufer ihn kontaktiert, um die Echtheit prüfen zu lassen. Diaz? Nie von ihm gehört. Aber jede Spur ist es wert, verfolgt zu werden. Finden Sie ihn und quetschen Sie ein paar Informationen aus ihm heraus. Und lassen Sie Ihre Marke besser zu Hause, ja? Was? Dann soll ich meine Sachen packen und nach Lissabon fliegen? Inoffiziell? Und womit sollte ich ihn denn unter Druck setzen? Sie kennen doch die Sorte. Der wird mir nichts erzählen. Und Marke oder keine Marke wird daran nichts ändern. Dahin zu fliegen wäre völlig sinnlos. Sie wissen ganz genau, dass man so nicht vorgeht. Hören Sie mir jetzt mal zu, Svetlova. Wenn ich wissen will, wie die Interpol eine Untersuchung führt, dann frage ich Sie. Aber dieses Mal machen wir es auf meine Art. Und bevor Sie mir jetzt widersprechen, fragen Sie sich lieber zuerst, ob Sie Ihrem Freund Max nun helfen wollen oder nicht. Und so ganz im Vertrauen. Ich kann Ihrer Karriere auch sehr nützlich sein. Ich bin nicht Polizistin geworden, um... Genug jetzt. Ich habe Ihnen gerade angeboten, etwas für Ihre Karriere zu tun. Aber wenn wir dieses Gespräch hier fortführen, könnte ich es mir anders überlegen. Und dann würden wir stattdessen diskutieren, wie sehr eine Weigerung Ihr schadet. Und wenn ich was herausfinde, dann war's das, ja? Sie lassen Max in Ruhe, ich fliege zurück und wir vergessen das Ganze. Natürlich. Wenn uns Ihr Mann zu dem Gemälde führt, dann kümmere ich mich um den Rest. Gut. Ich nehme mir frei und sobald ich etwas weiß, setze ich mich wieder mit Ihnen in Verbindung. Hervorragend. Enttäuschen Sie mich nicht. Ostankovic, was soll man da auch anderes sagen, ne? Der Junge hat's drauf. Hörst du sie? Hörst du die traurige Musik? Das ist die Art traurige Musik, die Geschichten ohne Happy End begleitet. Geschichten wie deine. Willkommen in Lissabon, Lara. Willkommen in der Stadt der sieben Hügel. Das also ist Lissabon. Rua das Flores. Laut der Interpol-Datenbank wohnt Diaz alias Hephaistos hier. Leider stand nicht dabei, in welcher Wohnung genau. Das muss ich allein herausfinden. Was er wohl für ein Gesicht macht, wenn ich ihn in die Mangel nehme. Das wird bestimmt keine sehr angenehme Begegnung. Das glaube ich auch nicht. Das von Irre. Ein Verrückter. Die Sorte, die mit Schildern herumwedelt und die Leute auf der Straße anschreit. Ja. Hallo, ich suche einen Mann namens Diaz. Kennen Sie den? Epa, eles mesmo vêm. Nós temos de ter cuidado, porque senão... Vem, tu tens que vir comigo, porque senão... Eles vêm, eles estão quase cá. Das wird keine leichte Unterhaltung. Diaz! Aurelio Diaz! Eles estão quase cá. Nein, so wird das nichts. Ich spreche Russisch, Englisch und Französisch. Aber um auch noch Portugiesisch zu lernen, hatte ich nie die Zeit. Echt doof. Ich kann's auch nicht. Kann vielleicht jemand von euch Portugiesisch und weiß, was der Knabe jetzt gerade gesagt hat? Wäre schwer von Vorteil. Wenn ich meine Zeit nicht mit Diaz verschwenden müsste, könnte ich jetzt auf diesem roten Drahtesel ein bisschen durch die Straßen kurven. Gut. Der ist unheimlich. Hier ist Diaz Briefkasten, Wohnung Nummer 6. Da ist ein Brief drin. Den muss ich irgendwie rausfischen. Vielleicht steht da ja etwas Interessantes drin. Ja, vielleicht. Aber wir haben gar nichts zum Rausfischen. Verdammt. Ja gut, dann klingeln wir mal. Vielleicht hilft das. Da steht er ja. Unten. Ja. Nichts. Probier ich's eben mal bei den Nachbarn. Genau, probier's bei den Nachbarn. Komm nochmal. Quem é? És tu, Manel? Responde! Quem está aí, afinal? Oh, das ist Portugiesisch. Ich verstehe kein Wort. Ich brauche jemanden, der mir weiterhilft. Sie hat gefragt, ob du Manuel bist. Manuel. Oh je. Yeah. Eine Bank mit jetzt... einem wunderschönen Ausblick auf die Baustelle. Sehr romantisch. Ja, was bist du hier eigentlich für ein verrückter, irrer Prediger, Mann? Ziele eine. Ohne Baustelle.
In dieser Hitze so schwer zu schuften, ist ohne einen Kasten Bier wahrscheinlich kaum zu ertragen. Das könnte was. Hey, Senor! Stunde minha Pause. Pause, Bora. Unglaublich. Pause. Er ist schon wieder eingeschlafen. Müssen wir irgendwie aufwecken, ne? Ah, ein Radio. Hören wir mal. Wenn ich es ein bisschen lauter drehe, kriege ich damit vielleicht den schlafenden Bauarbeiter wach. Ich würde ja nicht darauf wetten, aber vielleicht hilft er mir ja. Das wäre keine schlechte Idee. Ich höre zwar Musik, aber die Störgeräusche sind immer noch zu stark. Hier kriegt man keinen ordentlichen Empfang. Da? Der Empfang ist jetzt zwar etwas besser, aber man versteht immer noch nichts. So? Scheint, als hätte ich etwas reinbekommen. Ey! Das hat es kaputt gemacht, ja? Bestimmt ein Samsung-Radio, die gehen da so schnell hin. Oh je. Na, das wird er wohl nicht mehr brauchen. Nee, das glaube ich auch nicht. Und du mach mal deinen Hosenladen zu, Lara. Cool. Guten Morgen! Ah, surpresa. Falas português. Pode então explicar-me por que me acordaste. O queres? Zwecklos. Ich kapiere kein einziges Wort. Wir verstehen einander einfach nicht. Aber ich denke mal, er ist sauer, weil sein Presslufthammer nicht funktioniert. Da könntest du recht haben. Und ich glaube, er hat dich gefragt, ob du Portugiesisch sprichst. Das ist so ein bisschen vom Lateinischen... Maior periga. Tudo rápido, cavalo. Já que andas aí de lado para o outro, podias ligar o gerador. O gerador é coisa grande de metal. Er will wohl, dass ich das Ding irgendwie anwerfe. Aber ich weiß nicht, ob er in diesem Zustand mit einem Presslufthammer arbeiten sollte. Ach, egal. Wenn ich ihn nicht anwerfe, macht es jemand anders. Gut. Schalter, Schalter. Er läuft! Das hast du jetzt zeitgleich gesagt, mit dem du den Knopf gedrückt hast. Oh, shit. Oh, nein. Der Schalter hat sich wieder umgelegt. Ich muss ihn irgendwie festmachen. Ist das hier eine Baustelle oder bilde ich mir das nur ein? Der Bauarbeiter schläft, die Maschinen funktionieren nicht. Wie in aller Welt haben die hier überhaupt die Häuser zustande gekriegt? Ja, das ist eine gute Frage. Na gut. Holzschuppen? Da ist immer was drin. Oh, too sexy for my love. Too sexy for my do-do-do-die. Was hast du jetzt eingesagt? Da ist nur noch eine Zange zum Metallschneiden übrig. Immerhin etwas. Das ist was. Was ist das da oben? Diese Telefonnummer könnte nützlich sein. Ah. Nur dumm, dass ich sie so schnell wieder vergesse. Ach komm ey, kannst dir nichts merken. Kannst vielleicht die Telefonnummer fotografieren oder so. Oder eingeben. Gib sie mal ein. Vielleicht hab brauchen wir es noch. Ist jetzt in meinem Handy gespeichert. Hast du aber flott gemacht, mein lieber Jolly. Ist da noch irgendwo etwas... Wie viele Jahre es wohl dauert, bevor aus dieser Ruine wieder ein Haus geworden ist? Ah, gute Frage. Naja, und bevor wir hier weiter rumschnüffeln, verabschiede ich mich erstmal von euch und bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ciao und macht's gut!